Um was geht es bei der Volksinitiative für die Zukunft unserer Natur und Landschaft, Biodiversitätsinitiative? Biodiversität ist der Fachbegriff für biologische Vielfalt. Die Biodiversität umfasst die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten auf der Erde, die Vielfalt innerhalb der Arten sowie die Vielfalt der Lebensräume und Ökosysteme. Ein Ökosystem ist eine Lebensgemeinschaft von Lebewesen in ihrer Umwelt. Die Biodiversität hat in den letzten Jahren abgenommen. Laut Bund sind aktuell fast die Hälfte der Tier-, Pflanzen- und Pilzarten gefährdet. Um sie zu schützen, haben Bund und Kantone Maßnahmen ergriffen. Diese umfassen zum Beispiel die Pflege von Schutzgebieten und die Förderung der Biodiversität in der Landwirtschaft und im Wald. Zudem hat der Bund die wertvollsten Naturräume, Landschaften und Ortsbilder in einer Liste, einem sogenannten Inventar, erfasst. Diese Gebiete genießen einen erhöhten Schutz und gelten als Schutzobjekte. Infrastrukturen wie zum Beispiel Gebäude und Straßen dürfen dort nur sehr eingeschränkt gebaut werden. Für den Erhalt der Biodiversität gibt der Bund rund 600 Millionen Franken pro Jahr aus. Es wurde eine Volksinitiative eingereicht, die weitere Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität verlangt. Deshalb stimmen wir nun darüber ab. Was würde sich ändern? Falls die Vorlage angenommen wird, wird die Bundesverfassung ergänzt. Bund und Kantone müssen unter anderem für Folgendes sorgen: Den Erhalt von schutzwürdigen Landschaften, Ortsbildern, Orten mit historischer Bedeutung sowie Natur- und Kulturdenkmälern. Die Schonung von Natur, Landschaft und Bauten mit kultureller Bedeutung auch außerhalb der Schutzobjekte. Die Bereitstellung von Flächen, Mitteln und Instrumenten zur Sicherung und Stärkung der Biodiversität. Der Bund bestimmt in Absprache mit den Kantonen, welche Schutzobjekte von nationaler Wichtigkeit sind. Die Kantone entscheiden, welche für ihren Kanton wichtig sind. Die zusätzlichen Kosten für Bund und Kantone sind unklar. Sie betragen grob geschätzt 400 Millionen Franken pro Jahr. Was sind die Argumente der Befürworterinnen und Befürworter? Die Biodiversität sorgt zum Beispiel für sauberes Wasser und gesunde Nahrung. Durch die Initiative werden deshalb unsere Lebensgrundlagen geschützt. Die Initiative verlangt zielgerichtete Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität. Die Natur und die Landschaft können geschont und gleichzeitig genutzt werden. Die bisherigen Maßnahmen für die Biodiversität reichen nicht aus. Was sind die Argumente der Gegnerinnen und Gegner? Der Bund und die Kantone kümmern sich bereits gezielt um die Biodiversität. Weitere Vorgaben sind nicht notwendig. Die Initiative sorgt für zusätzliche Vorgaben. Das schränkt die Behörden in ihrem Handeln zu stark ein. Die Initiative verlangt höhere Anforderungen für Neubauten in schützenswerten Gebieten. Das macht es schwieriger, bestehenden Wohnraum auszubauen. Willst du, dass die Volksinitiative für die Zukunft unserer Natur und Landschaft, Biodiversitätsinitiative, angenommen wird? Dann stimme Ja. Willst du, dass sie abgelehnt wird? Stimme Nein.